Aber dann habe ich wenigstens mal hier einen Grund, dieses Loch zuzubauen. So. Baue ich mal hier dieses Loch zu. Dürfte ja dann zuwachsen. So wie hoffentlich unsere Farm da hinten schon zugewachsen ist. Wahrscheinlich natürlich nicht, aber egal. Am besten mache ich das so, dass ich hier auf dem Boden überall Fackeln stelle. Das sieht dann vielleicht am besten aus. Von außen meine ich jetzt. Und dann, wenn da Licht durchkommt, dann sieht das richtig geil aus. Also das ist nämlich mein Plan. Im nächsten Update soll da Licht durchkommen. Das ist ja jetzt, glaube ich, noch nicht so. Aber naja. Und ich würde sagen, jetzt zur Feier des Tages begeben wir uns mal zu unserer Erntemaschine. Und ernten dann schon mal das ganze Zeugs. Und zwar stelle ich dafür jetzt wirklich mal hier so eine Kiste hin. So dürfte reichen eigentlich. Vorerst. Und obwohl, die stellen wir am besten draußen hin, weil das soll ja alles nicht hier gebunkert werden. Sondern eher hier so erstmal und dann halt in unserem Haus. So, und jetzt ist nämlich hier erstmal schön Nacht geworden und das hier ist jetzt alles schon fast reif. Also das reicht mir erstmal. Ich will erstmal hier Generalprobe machen. Und deswegen zack. Und jetzt raus, 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 raus. Zugucken, zugucken, zugucken. Da kommt das Wasser angeflüsselt. Angefließchend. Fließchen, Lieschen. So, und jetzt dürfte es hier ein bisschen in die Knie gehen, also meine Framerate. Obwohl, eigentlich dürfte das ja gar nicht so schlimm sein. Was natürlich nicht so intelligent gewählt war, ist hier diese an den Seiten, das hier, ne? Das sammle ich jetzt mal so auf, falls ich drüber rennen kann. Ja, das finde ich jetzt nicht so pralle, dass das nicht funktioniert. Obwohl, das schwimmt eigentlich weiter, oder? Seit wann kann man auf Fackeln, auf Gläser Fackeln setzen? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, oder? Geht das? Lol. Das ging nochmal eine Zeit lang nicht. Egal, auf jeden Fall sammle ich jetzt hier erstmal alles auf. So, plopp. Oh. Und wir sind schon voll. War's das? War es das? War es das? Ich glaube, das war es. Naja. Dann würde ich sagen, hauen wir hier mal wieder aus. Dann war es das erstmal. Dann können wir jetzt ja schön wieder anpflanzen. Das ist natürlich das, was man nachts am liebsten macht. Weil man ja sonst nichts anderes tun kann. So, also. 1, 2, 3. 3 Stacks Weizen und 1, 2, 3, 4, 5, 5, irgendwas Stacks Samen. Okay, das ist ja schon mal etwas. Einige waren natürlich auch noch nicht reif, sonst hätten wir genauso viel, bestimmt genauso viel Weizen wie Samen rausgekriegt, aber ja, wie gesagt, war noch nicht reif. Von daher geht sowas gar nicht. Aber naja, dann können wir jetzt schon mal ein bisschen weiter anpflanzen. Hoffentlich, meine ich jetzt natürlich. Und ja. Moment, ich gucke am besten nochmal hier. Nein, da ist nichts. Weil ich will nämlich wirklich nicht überrascht werden, so wie uns das in der letzten Season dann mit, also in der letzten Staffel, sage ich mal. Weil ich bin ja Deutsch und nicht Englisch und so. Im Englischen würde man es Season, Season nennen. Genau. Die Season of the Year. So ist ja so ein tolles Wort. Ne, darüber regen sich ja die meisten Leute auf. Ich finde das übrigens auch nicht besonders schön, wenn man es nicht kann und dann die ganze Zeit so sagt, obwohl ich es eigentlich so als kleiner Gag ganz gut finde. Also ganz witzig und so. Der Gag könnt ihr ja verstehen. Man hört sich das schwul an. Oh mein Gott. So. Dann gucke ich gleich, würde ich sagen, nochmal da unten bei unserer Farm, dass wir da dann noch ein bisschen mehr reinhauen. Also noch ein bisschen mehr, ne, hier könnt ihr ja, also wisst ihr ja, noch ein bisschen mehr, wie nennt sich das schon wieder? Genau, Dreck. So, jetzt habe ich's aber. Ja. Und so halt.
Achso, ich wollte noch einen Kommentar vorlesen. Moment, das mache ich am besten gleich zum Schluss der Sendung. Also der Aufnahme. So als Abschluss sozusagen. Deswegen, vielleicht, wenn ihr hier mal erwähnt werden wollt, dann schreibt mal was in die Kommentare. Habe ich kein Problem mit. Habe ich ja auch schon mal bei Dingens gemacht. Hierbei, wie nennt es sich schon wieder? Mann, Landwirtschaftssimulator 2013, Let's Play Together! Falls ihr das noch nicht kennt, schaut einfach mal rein. Ich zumindest find's geil. So. Und dann haben wir gleich schon wieder gepflanzt. Das dürfte dann auch einigermaßen gleichmäßig wachsen. Jetzt ist es schon relativ viel geworden. Vor, wenn man bedenkt, dass wir vorher nur bis hierhin gekommen sind. Jetzt haben wir schon fast noch eins mehr voll. Also noch zwei mehr voll, noch zwei Felder mehr. Und ja, wo ist jetzt gerade schon wieder ein Skelett gespawnt, das mich versucht abzuschießen? Oha, da ist eine Spinne, okay. Das war fies. Und da ist das Skelett, okay. Na du. Was machst du, wenn ich mich jetzt hier verstecke? Jetzt haust du ab, ist klar. Oh, und oben ist auch ein Skelett. Naja, egal. Ich gebe es einfach auf. Aua. Weil ich meine, es hat ja sowieso keinen Skin. Genau, keinen Skin. Es hat sowieso keinen Sinn. So. Ich habe einen Skin, ja. Sowas kann ich. Sowas besitze ich. Sowas kann ich mir leisten. Es hat, macht sowieso keinen Sinn, Skelette zu schlagen, die so hinter einem Zaun stehen und das einen Block höher. Na, jetzt aber. Ja, okay. Will das denn nicht mal mehr wachsen? Ich würde sagen, hier machen wir noch eins mehr rein, also noch eins breiter. Dann hat es sogar einen kürzeren Weg. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist es hier drin auch zu dunkel. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Achso, Moment. Ich gucke hier nochmal kurz zu. Ich wollte ja Kommentare vorlesen. So, Moment, Kommentar. Da, und zwar von iMeteor. Ja, den kenne ich sogar. Von Qbuild heißt da aber anders. Ich weiß ja nicht, ob er das will, dass ich da seinen Ingame-Name sage oder nicht. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal nicht. So, und zwar hat er geschrieben: Dude, du lebst allein und brauchst so ein großes Feld. Es sieht so aus wie eine Massenvernichtungswaffe. Klein und süß wäre schön. Aber deine Stimme finde ich sehr schön. Ja, ich finde meine Stimme auch sehr schön. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Warum? Moment. Ah. Okay. Jetzt wurden mir irgendwie nur die, egal, die Kommentare vom vor ein paar Wochen angezeigt. Egal. Also auf jeden Fall, ja, die Massenvernichtungswaffe, wie du sie so schön genannt hast, ist wirklich sehr groß. Ich weiß auch nicht, was ich dann mit dem ganzen Zeug machen soll, wenn ich die dann dreimal geerntet habe. Oh, und hier ist dann natürlich schon unsere Redstone-Leitung. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte, da guckt mich eine Spinne mit ihren roten Augen an, aber egal. Und ja, werde ich dann sehen. Vielleicht kannst du ja mal vorbeikommen, ne? Hier kommst du rein, kannst du rausgucken und dann gebe ich dir ein bisschen was. Falls du was brauchst, ne? So machen wir das. Genau. Hoppala. Das wird nur ein bisschen schwierig, weil ich diese Welt wahrscheinlich nie auf einen Server draufpacken werde. Außer halt vielleicht wieder bei irgendeinem Special, was ich dann mit irgendwem zusammen machen werde. Und jetzt brauche ich schon wieder total Scheiße, weil ich ja gar nicht so weit nach außen will. Ja, genau. So. Nicht so. 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 Jetzt passt's. So. Und da pflanzen wir dann auf jeden Fall auch Blümchen drauf, weil ich habe nämlich rausgefunden, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, auf jeden Fall fressen die ja auch Gras, die Viecher. Ich weiß nicht, ob die Blumen fressen, aber Gras fressen sie auf jeden Fall. Also das Gras, was oben auf dem Grasblock wächst. Eigentlich heißt der Grasblock ja Grasblock und nicht Gras, aber ich sage immer Gras anstatt Grasblock, weil das dann viel verwirrender ist, weil ich dann so ein Gras- und Grasblock verwirrendes Zeug labern kann und ich bin gerade selber irgendwie verwirrt. Ne, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, hoffe ich. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ist ja auch nur so der Gedanke. Ja, auf jeden Fall fressen die das und dann hält sozusagen das Gras doppelt so lange. Natürlich kann man halt dieses mit Knochenmehl nur auf gewachsenem Gras machen. Das ist dann natürlich sehr schade, aber man kann es nicht ändern. Beziehungsweise man kann es schon ändern, aber ich habe mich damit jetzt noch nicht so sehr befasst, dass ich das jetzt einfach mal so aus dem Ärmel rausschütteln könnte, da jetzt, ne? Und eigentlich will ich das auch nicht machen, weil es ja dann kein Minecraft mehr ist.
Deswegen will ich auch keine anderen Mods, wie zum Beispiel hier diesen Nether Ores Mod oder irgendein anderer Mod, der so viele Blöcke hinzufügt, einfügen, weil das ist ja dann nicht mehr so original Minecraft. Ich will ja so nah wie möglich an Original, also am Vanilla Minecraft bleiben. Genauso wie es Qbuild auch versucht. Nur das ist natürlich schwer bei einem so großen Server. Mit einem so geilen Supporter. Jetzt habe ich gehustet. Ich glaube, ich brauche Hustenbonbons. Nein, egal. Jetzt wachse doch mal, Mann. Ich mache das jetzt so. Einfach in der Hoffnung. Hoppala. Ich weiß nämlich nicht, ob das wächst, wenn da was drunter ist, aber dürfte es ja eigentlich schon. Also komm. So. 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 Nein, nicht so. So. Und dann mache ich nämlich hier immer so. Damit das schneller wächst, ne? Ihr versteht. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt oder so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie Gras so schnell wächst. Oder ob ich doch lieber in der Zeit eine Spitzhacke verzaubern sollte, dass ich da dann mir so Blöcke abbauen kann. Man weiß es nicht. Und da draußen ist schon wieder ein Ei von dem Hühnchen, was da oben auf dem Baum sitzt. Jetzt weiß ich auch, wo das Ei herkommt. Das wird nämlich immer von dem Hühnchen ausgeschissen. Ja. So. So, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass das da gescheit wächst und so. Und so. Oh ja, genau, so. So, ihr wisst, was ich meine, so. Und so halt, ne? So. Eigentlich wollte ich ja schon mal das Lager anfangen, aber ich glaube, das mache ich dann einfach nächstes Mal. Gucken wir nochmal hier oben. Da sieht ja alles wunderhübsch aus. Zwischendurch noch ein bisschen buggy irgendwie, habe ich so das Gefühl. Naja. Jetzt sieht man übrigens hier auch wieder diese geilen Schatten und so. Naja, egal. So, genau. Haben wir das auch schon erledigt? Aber irgendwo für brauchte ich doch noch... hier Dingens und so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wofür war das denn nochmal? Ach genau, unten in unserem Verzauberungsraum. Das mache ich am besten jetzt, sonst vergesse ich das wieder. Eigentlich könnte ich ja hier auch die Kühe abschlachten oder mal mehr Kühe züchten, damit wir dann mehr Kühe abschlachten können. Aber egal. Ich würde auch sagen, da wo wir jetzt die Schafe hinten einlagern wollen, davor machen wir dann noch ein Feld. Da könnten wir ja dann Kühe und so reinmachen. Boah, und ich bin schon wieder voll über der Zeit, ey. Aber egal. Naja. Auf jeden Fall will ich gleich nochmal auf und meinem Vater ein bisschen da oben helfen. Beziehungsweise ich sollte mal meinem Vater helfen, weil ich kann den ja nicht einfach so im Stich lassen. Dieser arme Sack. Also nicht alt, nein. So, das war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Dieser arme... Weiß ich nicht, wie man ihn nennen kann. Der schuftet da oben die ganze Zeit und ich mache gar nichts. Eigentlich will ich hier natürlich die ganze Zeit nur zocken, aber... Egal! Kann man ja nicht auch nur... nicht nur machen. Ja, das muss natürlich sein. Hier Familie geht da theoretisch vor. Also nur theoretisch. Praktisch geht ja hier YouTube vor, aber das muss ja niemand wissen. So. Haben wir das auch. Haben wir da. Haben wir das auch, haben wir das auch, haben wir das auch, haben wir das auch. So, Türe so. So, perfekt. Moment, dann tausche ich, egal. Hier den Gang können wir ja so lassen. Der sieht zwar scheiße aus, aber macht ja nichts. Sind wir ja gewöhnt. Moment, hier gucken wir auch mal. Ach nee, nicht da. Jetzt bin ich schon wieder total wo Falsches gelandet. Da, da, da. Okay. Weg damit. Yay, Pilze! Also die roten Pilze wachsen gut, die braunen eher nicht so, muss ich sagen. Ich glaube, ich gucke da nochmal im Minecraft-Wiki oder so. Warum ist hier eigentlich das noch hinter der Dingens versteckt? Und da nehme ich dann mal hier das Pflastersteinchen, weil, ja. Obwohl, ich hoffe jetzt mal... Upsala. Ich hoffe jetzt mal, das wird hier hinten nicht zu hell. Ist das jetzt heller geworden? Ne, ich glaube nicht. Drei? Egal.
Ich glaube, ich sollte hier hinten in die Ecke nochmal irgendwo eine Fackel hängen, weil hier ist es wirklich relativ dunkel. Vielleicht brauchen die wirklich ein bisschen mehr Licht. Aber wenn ich hier hinten so eine Fackel reinhänge. Moment, ich gehe am besten da hinten mal rein. 1, 2, 3 entfernt und dann. Aber dann ist es hier wieder so hell. Obwohl, eigentlich ist es auch nicht so hell. Aber ist dann halt immer ein bisschen doof. Ne, hier wegen. Moment, dann mache ich es einfach noch ein bisschen weiter nach hinten. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, okay, 5, passt. Dann machen wir dazu und dann hierzu und dann bräuchte ich vielleicht noch ein Stückchen Glas, aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Wenn da Pilze reinwachsen, haben sie halt Pech gehabt. Ich hoffe mal, das geht jetzt so. 7, okay, 8 ist das höchste, genau. Und dann geht es ja hier an und runter. Egal, so muss es passen. Moment, dann können wir ja die Fackel eigentlich auch wegmachen. Dann haben die hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr Platz, also ein bisschen mehr Licht. Und hier hinten ist halt ganz dunkel, weil falls die wirklich so brauchen zum Wachsen. Oder wollen wir das hier so machen? Hoppala. Das hat nicht wirklich viel gebracht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vielleicht noch eins weiter weg. Ist ja nur hier mal so zum Testen. Okay, hier hinten an der Wand ist eins. Dann mache ich das jetzt einfach so. Ist mir jetzt egal, ob da irgendwas Falsches rauskommt oder ob ich da jetzt irgendwelche Scheiße baue. Ihr könnt ja, wie gesagt, nochmal in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert, falls ihr wisst, wie das geht. Ich gucke auch nochmal sicherheitshalber im Minecraft-Wiki und hier, das baue ich mal kurz mit Dingens aus. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Egal. Jetzt ist aber gut, F3. Und dann würde ich sagen, entleeren wir uns noch einmal richtig kräftig so, ne? Alles schön aus dem Arsch blasen. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja eklig. Bäh. Nein, eigentlich finde ich das gar nicht so eklig, weil ja was ganz Natürliches ist, aber egal. Muss ich jetzt nicht so genau drüber reden. Ich denke mal, ihr braucht keine weiteren Details, um euch das vorzustellen. Bei euch geht bestimmt sowieso schon Kopfkino ab. Dann mache ich mal kurz ein bisschen Brot. Schadet ja nichts. So. Haben wir das nämlich auch? So, okay. Jetzt sind wir schon wieder eine Minute zu weit und so. 10 Minuten zu weit. Genau, eine Minute. Das brauche ich auf jeden Fall noch. Und dann brauche ich noch zwei solche. So. Und den Rest packe ich jetzt einfach mal weg. Und das da lasse ich auch mal hier drin, damit ich es nicht vergesse. So, und dann. Okay, du kannst nur nachts pennen. Dann ist es wohl gerade Tag, würde ich sagen. Eigentlich könnten wir ja nochmal die Schafe scheren. Aber egal, das machen wir dann einfach nächste Folge. Und bis dahin verabschiede ich mich dann mal. Jetzt wird es auch so langsam Zeit. Und dann. Bis dann. Tschüssi.